Das smarte E-Bike Lemo One ist in diesem Jahr auf den Markt gekommen und erfreut sich ziemlich großer Beliebtheit. Auch bei euch? Das habe ich an den vielen Kommentaren zu meinen vielen Lemo-Videos gesehen. Und was ich da auch gesehen habe, ist, dass viele von euch sich vor dem Kauf fragen, ob sie die Belt- oder die Chain-Variante wählen sollen. Und um euch da so ein bisschen die Entscheidung zu erleichtern, habe ich mir gedacht, vergleiche ich die beiden doch mal miteinander. Ich habe sie beide hier stehen und darum werden wir jetzt genau das tun. Los geht's! Zunächst einmal sei gesagt, egal ob Chain- oder Belt-Variante, das Lemo One bietet für einen verhältnismäßig echt attraktiven Preis in jeder Version ein richtig gutes E-Bike. Und das Schwierige an der Wahl, aber auch das Schöne daran, bis auf die Antriebsart sind beide Bikes so gut wie gleich. Wenn wir den Antrieb mal ausblenden, unterscheiden sie sich eigentlich nur noch in einem Punkt und das ist der Preis. Die Kettenvariante mit 10-Gang-Schaltung kostet 1.990 Euro inklusive Smartpack. Die Single-Speed-Variante mit Smartpack mit einem Carbonriemen kostet 200 Euro mehr, also 2.190 Euro. Wenn das Budget bei euch also so tight ist, dass es euch wirklich nur auf das günstigere der beiden E-Bikes ankommt, dann müsstet oder solltet ihr also zu der Kettenvariante greifen. Lasst uns aber mal ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen konkreter werden. Kette oder Riemen, was heißt das genau und wer steckt bei diesen beiden Komponenten dahinter? Wenn eure Wahl auf die Chain-Version fällt, dann bekommt ihr klar eine Kette statt einem Riemen, aber auch eine Schaltung. Und die steuert Branchenriese Shimano bei. Also ein Markenbauteil und auch keine der günstigsten Schaltgruppen wie Tourney oder Altos, sondern die Diore ist hier verbaut. Die ist schon im Bereich fortgeschritten und kann wohl als recht hochwertig bezeichnet werden. 10 Gänge hält sie bereit, bietet also eine gewisse Varianz, die damit einhergeht und besticht vor allem durch ihre Robustheit. Die kann wirklich was ab und ist einfach auch sehr zuverlässig. Gleichzeitig ermöglicht sie auch im Gelände schnellere Gangwechsel und hat bei mir nun auf etlichen Kilometern auch immer wirklich tadellos funktioniert. Sie ist aber nicht zu verwechseln oder zu vergleichen mit der Diore mit dem Zusatz XT, die ist nochmal deutlich hochwertiger und anspruchsvoller. Wenn ihr am Riemen interessiert seid, dann wurde aber auch da auf einen namhaften Hersteller zurückgegriffen, nämlich auf Gates. Und hier ist es wie beim Shimano Pendant zuvor glücklicherweise nicht das günstigere Bauteil. CDN und CDX sind die beiden Varianten, auf die man zurückgreifen kann. CDN die günstigere Variante und beim Lemo ist es eben der CDX-Riemen. Deutlich robuster und teurer als die CDN-Version. Also auch hier kann man wie bei der Kettenvariante sagen, dass sie was Ordentliches verbaut haben und man, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, hier rein von der Qualität der Komponenten kein Bike dem anderen vorziehen bzw. keine klare Empfehlung aussprechen kann. Kommen wir dann aber mal zu den Kriterien, die man wirklich spürt. Und bei Riemen gegen Kette, das ist ja nicht nur hier der Fall, ist ja immer viel von Kraftübertragung und von Wirkungsgrad die Rede. Fakt ist, ein Riemen verliert auf dem Prüfstand gegenüber einer Kette, weil der Riemen unterwegs einfach so ein bisschen an Wirkung verliert, weil das Material sich da über die Ritzel um die Kurve quetscht und biegt, zusammenzieht und dann wieder ausdehnt. Das heißt, hier geht ein bisschen was verloren, aber ich sagte auf dem Prüfstand eben, denn ja, im normalen Alltag würde ich die Verluste hier oder die Vorteile einer Kette gegenüber eines Riemens als ziemlich gering und für die meisten wohl kaum bemerkbar bezeichnen. Aber es gibt auf dem Papier eben den höheren Wirkungsgrad einer Kette. Das bringt uns aber unweigerlich beim Lemo auch zu den Unterschieden zwischen Single Speed und Schaltung. Und da gibt es natürlich gewaltige und spürbare Unterschiede. Der Riemenantrieb kennt nur eine Übersetzung und die ist immer gleich. Egal ob ihr gerade anfahren wollt, ob es steil bergauf geht oder auch schnell bergab. Und da liegt auch der größte Nachteil, wenn man so will. Denn da kann man einfach nichts dran ändern. Zu Lemos Verteidigung ist zu sagen, sie haben da schon so den Sweet Spot bei der Übersetzung rausgeholt, dass sowohl das Anfahren und das auch ohne Motorunterstützung noch gut gelingt, als auch Geschwindigkeiten bis, ja, ist immer ein bisschen Geschmackssache, aber sagen wir mal etwa 30 km/h von der Kadenz noch gut zu fahren sind. Dann aber spätestens wird es einfach zu schnell für die Beine, da kommt man sich dann eher vor wie in einem Hamsterrad. Dadurch, dass es ein E-Bike ist, ist die fehlende Schaltung am Berg oder beim Anfahren jetzt nicht unglaublich tragisch, denn da greift euch ja der Motor unter die Arme. Aber kommen wir mal zur Schaltvariante mit Kette. Die ist nämlich sehr, sehr angenehm, in einen kleinen Gang zu schalten, um schnell
Geschwindigkeit aufzubauen und es ist auch sehr angenehm, da bis auf die 10 hochschalten zu können, sei es, um auf der Geraden einfach angenehmer und höhere Geschwindigkeiten fahren zu können oder aber bergab noch gut mittreten zu können. Das sind einfach in meinen Augen die klaren Vorteile der Schaltvariante, dass ich da einfach mehr Kraft aufbauen kann, dass ich die Kadenz da immer noch im Rahmen halten kann und einfach ja, der Herr über meine Übersetzung bin. Dazu kommt, und das ist beim Lemmo ja auch nochmal relevanter als bei anderen E-Bikes, dass das Fahren so ganz ohne Akku bzw. Smartpack bzw. Motorunterstützung mit der Schaltvariante einfach deutlich angenehmer ist, wie ich finde, weil man die Übersetzung da so weit beeinflussen kann, dass man super vom Fleck wegkommt und immer den Widerstand hat, den man braucht ohne Motor. Denn das Lemmo bietet ja in beiden Varianten die Möglichkeit, den Motor komplett aus dem Spiel zu nehmen. Hinten in der Narbe wechselt man zwischen E- und M-Modus, also elektrisch oder manuell. Und dank der Duo-Kupplung erwartet euch keinerlei Widerstand vom Motor, da er einfach ganz entkoppelt wird. Spricht jetzt also alles für die Kettenvariante? Niedrigerer Preis, dynamischeres Fahren, leichtgängiger auch ohne Motor? Naja, nicht ganz, kann man so nicht sagen, denn ein ganz wesentlicher Vorteil von Riemenantrieben, und das ist beim Lemmo One nicht anders, der liegt ja bei der Wartungsarmut und Langlebigkeit. Beginnen wir mit letztem Fakt, der Langlebigkeit. So ein CDX-Riemen kann gut und gerne mal 30.000 Kilometer halten und das ist natürlich schon krass, wenn man bedenkt, dass die Lebensdauer einer Kette im Durchschnitt, ja sagen wir mal, zwischen 1.000 und 5.000 Kilometern liegt. Hier kommt es dann auf der einen Seite auf das Terrain an, in dem ihr unterwegs seid. In schwerem Gelände wird sie stärker beansprucht und hält nicht zu lange. Unter Idealbedingungen und bei guter regelmäßiger Pflege finden wir uns dann aber am oberen Ende dieser beiden Zahlen wieder. Und da kommt auch direkt der nächste Punkt ins Spiel, nämlich Pflege und Wartung. Bei einer Kette kennt man das ja eigentlich, das ist das alte Spiel, sie sollte regelmäßig gereinigt werden, auch im Bereich der Schaltung, damit sich da kein Dreck einlagert und auch gepflegt werden, also geölt oder gewachst. Und reinigen heißt, nicht nur mal so ein bisschen Wasser drüber schütten, sondern auch an den Kettengliedern, in den Kettengliedern und auf den Ritzeln schrubben mit einer Bürste beispielsweise. Ja, zugegeben, das ist kein Hexenwerk, aber es muss eben einfach gemacht werden. Wer mit einem Riemen unterwegs ist, der hat es da deutlich leichter. Zuallererst entfällt dabei das ganze Thema Öl und Wachs komplett. Ein Riemen braucht einfach keine Schmiermittel, sondern läuft und läuft einfach. Und ja, auch bei einem Carbonriemen sollte man groben Schmutz abbürsten, aber in den meisten Fällen reicht hier einfach so ein bisschen Wasser, einmal drüber gehen und gut ist die Sache. Da sind auch nicht so viele Hohlräume wie bei den Kettengliedern, wo sich sowas ja ganz fies ansammeln kann, sondern nur auf den kleinen Erhebungen hier. Und ja, es ist einfach viel einfacher. Durch das Fehlen von Öl läuft man hier aber auch nicht Gefahr, sich das Hosenbein zu versauen oder gar wie bei einer Kette die Hose reißen zu lassen. Zusammengefasst, ein Riemenantrieb ist wirklich eine feine Sache. Man ist damit deutlich sorgloser unterwegs. Einfach aufsteigen und losfahren, gerade in der Stadt, ist es super angenehm und man muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Darüber hinaus hält er auch noch deutlich länger als eine Kette und ist damit perfekt für alle, die keine Lust haben, sich da mit dieser Technik vertraut zu machen, da noch einstellen zu wollen, auch an der Schaltung. Auch das ist ja eine Mechanik, die einfach eine Fehlerquelle bietet und sie müssen sich einfach keinen Kopf machen. Das ist schon sehr angenehm und wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, keine super langen Strecken und keine super steilen Anstiege habt, dann ist der Riemen, wie ich finde, auch die beste Wahl. Denn dann fällt das starre Übersetzungsverhältnis auch gar nicht so ins Gewicht. Kleiner Wermutstropfen dabei ist, wenn euch unterwegs die Kette reißt oder sonst was damit ist, dann kann jeder Fahrradladen oder Hobbyschrauber das Ganze easy beheben. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist da, glaube ich, ja immer noch ein bisschen sorgloser als bei dem Riemen. Bei dem ist es noch nicht ganz so selbstverständlich, auch weil der einfach nicht so leicht zu wechseln ist und im Preisvergleich kostet so ein Riemen dann auch nochmal ein bisschen mehr als eine Kette, wobei man da ja mit der Langlebigkeit argumentieren könnte, die das Ganze dann wieder so ein bisschen relativiert. Ihr seht also, es ist gar nicht so leicht, hier so richtig objektiv zu sagen, was besser ist, denn schlecht, das muss man ganz klar sagen, ist keine der beiden Varianten hier beim Lemmo. Und es kommt auch so ein bisschen auf eure Vorlieben und auf euer ja, Strecken- und Fahrprofil an. Meine Wahl würde jetzt nach den Erfahrungen, die ich mit den beiden Bike-Varianten gemacht habe, auf die Schaltung fallen, einfach weil die Diore einen ziemlich guten Job macht und mir die Möglichkeit gibt,
nochmal deutlich dynamischer unterwegs zu sein, mehr Kontrolle über das Rad zu haben, und ich ziehe auch manchmal einen Anhänger damit mit einem Kind hinten drin, da finde ich das auch nochmal angenehmer. Aber die Riemenvariante sieht halt sehr sexy aus, ist absolut sorgenfrei und auch eine tolle, wenn auch 200 Euro teurere Wahl. Am Ende muss ich noch sagen, dass ich das Lemmo einfach in beiden Varianten für ein super tolles E-Bike halte. Diese smarten Features, das wirklich mutige Design, was mir auch noch gut gefällt, die Integration aller E-Komponenten in das Smartpack, das tolle Fahrgefühl bei leichtem Gewicht machen das Rad für mich zu einem echten Leckerbissen. Das alles dann auch noch gepaart mit einem wirklich attraktiven Preis, das ist wirklich eine Ansage. Schade, dass die Variante mit Drehmomentsensor noch nicht erhältlich ist. Ich glaube, das wird 2024 nochmal einen richtigen Boost bescheren, aber auch das werdet ihr dann auf meinem Kanal sehen und erfahren. Und jetzt interessiert mich natürlich sehr, wie eure Wahl ausfallen würde und vor allem warum. Kette oder Riemen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, wo sich hier eine Mehrheit findet. Wenn du weitere Reviews zu E-Bikes und Co. nicht verpassen willst, dann abonniere doch auf jeden Fall noch meinen Kanal. Gib dem Video noch ein Like, wenn es dir gefallen oder geholfen hat. Danke dafür. Vielen Dank auch fürs Zuschauen bis zum Ende. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.